ich nicht. Nicht, nachdem ihr skrupellos Kleinkrieger getötet und meine Schwester zu einer von euch gemacht habt. Und Vergangenheit oder nicht, wir reden immer noch von Menschenleben. Allerdings stimmt es, was ihr sagt. Der Clan wird die Bruchstücke vielleicht nicht viel besser nutzen als die Eras. Und ich muss mit Shannon nach Hause zurück. Ich werde euch gut im Auge behalten und euch beim kleinsten Trick zeigen, dass ich keinesfalls schwach bin. Aber ich denke, ich werde erstmal mit euch zusammenarbeiten. Das heißt, du kämpfst mit uns gegen den Clan und die Eras? Gegen die Eras, ja. Was den Clan angeht, werde ich mich so gut es nur geht raushalten. Der Gedanke, meine eigenen Kameraden zu töten, die seit 6 Monaten an meiner Seite kämpfen, ist immer noch unerträglich für mich. Und dann auch noch für meine eigenen Ziele. Ich kann das nicht von jetzt auf gleich verhinderlichen. Das verstehen wir schon. Du solltest aber auch bedenken, dass du das für alle Menschen machst, die noch im Leben sein sollten und während der Weltumwandlung gestorben sind. Dein Heimatdorf zum Beispiel. Wir tun das alles auch nicht nur für uns. Das mag sein. Alex, ich werde dir meine egoistische Entscheidung nicht aufzwingen. Sich auf Vampire einzulassen ist gefährlich und man wird mich als Verräterin jagen. Du kannst gerne zur Burg Horan zurückkehren und behaupten, du wüsstest von nichts. Hoffentlich werden wir uns nicht im Kampf begegnen. Seid nicht albern, Lady Nyria. Natürlich werde ich weiterhin an eurer Seite bleiben, falls ihr es gestattet. Und ich denke, eure treuen Krieger auf diesem Schloss werden es größtenteils genauso halten. Danke, Alex. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher. Ich glaube kaum, dass ein Großteil der Krieger einfach für die Zerstörung dieser Welt den Clan verraten würde. Vielleicht solltet ihr etwas strategischer an die Sache herangehen und es als Putsch gegen Suaron inszenieren. Viele Männer des Clans, das schließt mich ein, sind der Meinung, dass Suaron den Clan in den letzten Jahren auf einen falschen Pfad geführt hat. Passivität, Besessenheit von Gold und Ausweitung seiner Macht. Mangelnde Ausrüstung und Ausbildung nachkommender Rekruten. Jedoch fehlte es bislang an vernünftigen Alternativen. Ich bin sicher, wenn ihr es den anderen nachvollziehbar erklärt, werden sich euch vielleicht sogar bald Sir Osmos und weitere Clanführer anschließen. Der Kerl ist wirklich recht gerissen für einen Hellenträger. In Ordnung, dann werde ich es so machen. Es ist nicht einmal gelogen, auch wenn es sich falsch anfühlt, ihnen die Wahrheit vorzuenthalten. Aber zumindest Asmus werde ich einweihen. Er wird es verstehen. Also dann, Walner, ihr habt euer Schloss wieder. Wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt, nach eurer langen Unterredung, lassen wir erst einmal Taten folgen und besprechen dann, wie wir in Zukunft vorgehen. Verflucht! Haben wir denn heute Tag der offenen Tür? Das muss das magische Wesen sein, von dem ihr gesprochen habt. Jinnai! Bei euch wundert mich auch gar nichts mehr. Der Gedächtniszauber scheint zu funktionieren. Sie erinnern sich an nichts. Was grinst du so blöd? Oh, ich bewundere nur eure Entschlossenheit, Nyria. Hast du schon eine Idee, was unser nächster Schritt wird? Die habe ich in der Tat. Nyria sollte jetzt erst einmal mit allen verbleibenden Kriegern im Schloss sprechen und sie über die neue Lage in Kenntnis setzen. Mit etwas Glück gewinnen wir so einige Streitkräfte. Gut, ich werde mein Bestes versuchen. Währenddessen werde ich euer Schloss magisch zurückverwandeln und alle wichtigen Gerätschaften zurückbringen. Das wird auch Zeit. Diese blauen Teppiche gehen auf keine Netzhaut. Hey, was ist denn an unseren Neuerungen auszusetzen? Das Schloss war alt und verfallen. Keine Angst. Die sinnvollen Neuerungen werde ich beibehalten. Nun denn, es war eine anstrengende Nacht. Während Nyria und Alex mit den Kriegern reden, solltet ihr zum Schiff zurückkehren und euch etwas ausruhen. Ich habe euch mittlerweile 4 einfache Särge besorgt. Kommt morgen früh wieder,
Dann planen wir alles Weitere. Das klingt vernünftig. Ich kann etwas Schlaf gut gebrauchen. Dann ziehen wir uns jetzt zurück und überlassen euch den Rest. Hinweis, der Clan-Innenturm ist jetzt einmalig für lange Zeit betretbar. Verlasst das Schloss auf diesem Wege und Walner benutzt automatisch Zuflucht. Zuflucht ist bis dahin deaktiviert. Ah ja. Okay. Der Clan-Innenturm. Müsste der hier sein. Einmalig für lange Zeit. Wahrscheinlich, weil hier jetzt dann die ganzen Clan-Krieger wohnen. Schattenpulver erhalten. Geheimnis. Kriegsschwert erhalten. Mal sehen. Schlecht. So, mal sehen, was, ob wir noch was finden. Hier ist leider kein interessantes Buch dabei. Und dann sind wir wieder hier draußen, genau. Okay. Was haben wir hier? Ah ja. Mal sehen, ob wir noch ein Geheimnis finden, Leute. Hier steht ein Buch mit dem Titel Die Macht der Kirche. Pfäh, wenn es so ein unsinniges Buch voller Lügen gibt, kann es auch ein Buch mit dem Titel Die Macht des Walner geben. Okay, das war zu viel, Bursche. Was sollte denn das schon wieder, Oskar? Hehe, ich wollte nur mal testen, ob Walner noch immer so leicht reizbar ist. Die sollte man vielleicht einmal dein vorlautes Maul stopfen. Ich habe Angst. Verdammt nochmal, jetzt hört auf zu streiten. Das ist ja unerträglich. Gehen wir lieber weiter. Okay, da gehe ich jetzt nicht raus. Da kommen wir eh bloß wieder draußen auf den Turm. Was haben wir hier? Alles nur uninteressante Romane. Da würde es nach unten gehen. Da rechts glaube ich auch. Ja. 281 Filar erhalten. Geheimnis. Den lassen wir mal schlafen. Wir sind ja jetzt Verbündete. Die lassen wir mal schlafen. Das sind ja zwei. Okay. Gehen wir da nach unten. Wir schlafen ja noch mehr.
Okay, mal sehen. Ein Geheimnis finden wir bestimmt noch, Leute. Hier ist ein Buch mit dem Titel Eternal Legends. Klingt interessant. Sollten wir vielleicht bei Gelegenheit auch mal lesen. Hier ist ein Buch über den Sieg der Menschheit über die Monster im Krallengebirge. Wann merken die Menschen endlich, dass sie nur noch an der zweiten Stelle der Nahrungskette stehen? Da haben wir was. Leere Flasche halten. Geheimnis. Hier stehen einige Bücher voller Liebesgedichte. Ach, das sollte ich mir merken. Elender Catch. Da geht's nach oben. Was haben wir hier? So, wie wäre es hier noch? Vielleicht irgendwas? Nein? Da kommen wir nicht rein. Hier steht ein Buch über moderne Sklaverei. Ich liebe es. Da könnte man noch rausgehen. Verriegelt. Schade. Da würde es nach unten gehen. Wo war da? Da ging es aber vorhin doch auch nach draußen, oder? Oh fuck. Halt. Halt, Scheiße. Mist. Na fein, dann legen wir uns mal hin. Morgen sollte in meinem Schloss alles bereit sein. Vincent Weynard. Meine kleinen Wächter, immer wachsam auf, dass mein Schatz sicher ist. Da ist er, mein kleiner Liebling. Welche Freuden wirst du mir heute bescheren? Was war das? Ein Traum? Vincent Weynard. Der Schöpfer aller Vampire, von uns niedergestreckt. Das war es wohl mit meinem Schlaf. Ich sollte vielleicht ein wenig nach draußen gehen. Was treibt denn so überdurchschnittlich gut aussehenden jungen Herren wie Sie zu dieser Zeit aufs Deck? Ich hatte nach naiven Freude ins Ausschau, dich überfallen kann. Tun Sie sich keinen Zwang an, mein Blut ist eh nicht mehr genießbar. Geht es dir gut, Wollner? Ich hatte einen Traum, Elaine, von Vincent Weynard. Einen Traum? Vampire träumen nicht, Wollner. Ich weiß. Ich habe aber geträumt. Ich habe ganz vergessen, wie es ist zu träumen, Elaine. Bist du sicher? Es ist eigentlich unmöglich, als Vampir einen Traum zu haben. Ich habe von Vincent Weynard geträumt. Er hatte das Buch. Das Zauberbuch, mit dem er alle Vampire erschaffen hatte. Das Buch, das wir ihm abgenommen hatten.
das Buch, mit dem Asker wiederbelebt wurde. Ich mache mir Sorgen um dich, Wallner. In welchen Situationen sind wir nur wieder hineingeraten, Elaine? Wie werden wir uns diesmal schlagen? Wenn wir erneut Vampire schaffen und Menschen für unsere Ziele töten? Oder bezahlen wir noch mehr Söldner und arbeiten mit Menschen zusammen? Vielleicht ja im Mittelweg. Du weißt, dass wir wegen Vampiren sehr vorsichtig sein müssen. Aber auch die Menschen unter unseren Feinden sind keine Lappalie. Du hast es stets geschafft, eine Balance zu finden. Und das schaffst du auch diesmal. Danke, Elaine. Ich will unsere Welt zurück. Das ist das Einzige, was ohne Zweifel feststeht. Und ich will sie mit dir zusammen zurückholen. Verzweifelte Situationen scheinen dich romantisch zu machen, mein Lieber. Wenn all das auch sonst nichts Gutes hatte, so wenigstens, dass wir uns seit langem einen ruhigen Moment genießen können. Ja. Egal, was auch passiert, ich vertraue darauf, dass du das Richtige machst. Und das weiß ich zu schätzen. Aber wir müssen noch immer vorsichtig sein. Jinnah hat uns zwar schon sehr geholfen, aber wir wissen nicht, was er von all dem hat. Und ob Asker noch gefährlich ist. Vielleicht bin ich einfach zu naiv, aber an diesem Punkt will ich in beiden fast nichts Schlechtes mehr sehen. Du färbst sicher auf mich ab. Ich verstehe, was du meinst. Wir haben schon genug Sorgen mit unseren richtigen Feinden. Eine neue Welt. Ein neues Ziel? Schon wieder. Seufz. Oh Mann. Ich liebe dich, Wallner. Und du bist meine höchste Priorität bei dieser ganzen Sache. Vergiss das bitte nicht, ja? Vampire vergessen nicht. Sie erwidern. Am nächsten Morgen. Jinnah und Nyria sollten fertig sein. Lass uns zum Schloss zurückkehren. Ah, jetzt können wir uns wieder bewegen. Leute, ich will an dieser Stelle einfach mal Schluss machen. Wir werden uns, bevor jetzt wieder ein Dialog kommt, der eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, werde ich jetzt einfach mal speichern. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao!